Ja, ganz ernst. Was macht Wut, Ärger, Enttäuschung mit dir? Ich bin zurzeit gerade ziemlich, ich würde sagen, so Monkey Mind. Wir wollten nächste Woche losfahren, richtig Usedom. In den schönen Norden von Deutschland, einige Städte besuchen, einige Freunde besuchen. Und was passiert? Es kommt anders, als man denkt. Der Arbeitskollege von meinem Feriengespändli macht einen Unfall und siehe da, er muss arbeiten. Es bleibt Ärger, Wut, Enttäuschung, alleine fahren. Was machst du in so Situationen? Tickst du aus? Frisst du es in dich rein? Was machen solche Dinge mit dir? Das sind Emotionen, Gefühle, Sachen, die du wirklich fühlen kannst, wenn du wütend bist, wenn du ärgerlich bist, wenn du total enttäuscht bist. Wie kommunizierst du mit dir? Tust du dir wahnsinnig leid? Oder sprichst du darüber? Ich frage mich jetzt gerade schon, seit ich gestern das Telefon bekommen habe, was ist gut daran, dass ich noch nicht verstehe? Und eins meiner Zaubertool heißt Right and Wrong, Good and Bad, Pop and Pot, All Nine, Schwartz, Voice and Beyond. And Beyond, du weißt nie, was alles möglich ist. Also, lass uns darüber philosophieren, sinnieren. In dieser Gruppe, Kommunikation ist mehr als Reden. Bis dann. Tschüss.